Knapp. Klappe. Klappe. Update von der Simone. So nach dem Motto, ich soll angeblich krank sein und mache einfach nicht mit. Keine Lust, keine okay. Zeit. Also wer das Video letztens von der Simone noch nicht gesehen hat, wir verlinken das auch mal oben. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in 2, 3 Sätzen erzählen, was so am Anfang war, wo wir uns kennengelernt haben. Nur mal für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Also, Kälte in den Beinen bis über die Kniescheibe ist es so langsam im Laufe der 2 Jahre gekrochen. Ja. Hinterher war die rechte Hand, keine Kraft mehr drin. Und ja, dass ich mich mit das hinlegen musste. Okay. Ich musste alles abbrechen, ich musste mich eine Stunde hinlegen, um den Rest des Tages zu überstehen. Okay. Thema Tasse halten? Ja, habe ich dann mit links, also 2 Hände, aber mit dazu genommen. Okay. Im letzten Video hast du uns dann schon ganz stolz berichtet, dass die Tasse nur noch mit einer Hand gehalten werden kann. Das hat man schon schön miterlebt. Ja. So. Und jetzt haben wir wieder ein paar Wochen hinter uns. Mittlerweile gibt es auch eine echte schulmedizinische Diagnose, wo wir vorher im Video aber noch nichts gesagt haben. Wenn du magst, kannst du es gleich sagen. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Ja. Ja, und dann hat sie mir eben schon so ein paar Sachen erzählt. Ich sage, stopp, Video, damit es auch andere quasi mitbekommen können. Danke, Simone, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst und die auch an andere Patienten weitergeben kannst. Genau. Ja. Also mit der Ernährung habe ich ja super viel erreicht, habe ich ja im ersten Video schon erzählt. Die Kraft ist wieder da in der rechten Hand, bin also nicht mehr, dass ich mich mit das hinlegen muss. Und das hat hervorragend geklappt und die Kälte krabbelt wieder nach unten. Also ich bin jetzt unterhalb der Kniescheibe und ich finde, das ist schon ein Riesenerfolg für mich. Toll. Ja, also meine Diagnose habe ich jetzt schriftlich. Ich habe MS, ja, und durch die Ernährung geht es mir blendend. Also ich habe da keine Zeit zu, keine Lust zu, mich da weiter mit diesem Thema da zu befassen. Ich mache das weiter und Blutwerte oder der Entzündungswert sinkt und sinkt. Hast du Medikamente schon genommen? Nein, nur mal so für unsere Hinhörer und Zuschauer. Nicht, okay. In Behandlung schon. Ich habe es aber immer weiter hinausgeschoben, weil ich merke, dass es mir damit besser geht. Halt okay. Mit der Nahrungsumstellung, mit den Vitaminen, mit Sport. Genau. Positives Denken. Wir hatten sehr darauf geachtet, dass der Körper wirklich bewusst versorgt wird mit Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien, alles, was in diese Richtung geht. Dann hat sie nebenbei auch noch ein bisschen abgenommen. Einfach nebenbei, ohne auf Kalorien zu achten. Ne? Wie viel? 6 Kilo. Nur mal so für diejenigen, die auch mal abnehmen wollen, was so nebenbei passiert. Ist hier eine angenehme Nebenwirkung gewesen? Ja, gut, so ein Vorbeigehen. Ja, super. Ohne, okay. Dass ich es gewollt habe. Zum Blutdruck hast du mir eben noch was gesagt. Ja, ja. Also zum Blutdruck messen, ich habe 110/80. Ich weiß nicht, wann ich das mal hatte. Kann ich nicht sagen. Ja, absolut genial. Wenn du jetzt mal vergleichen würdest, so auf einer Skala von 0 bis 10, wo wir uns kennengelernt haben, wie es dir da ging bis jetzt, also wenn 0 quasi richtig gesund ist und 10 so Beschwerden und so weiter, wo hast du dich ganz am Anfang befunden? Bei 10. Okay, und jetzt? So, ja, also ich bin bei 5, würde ich jetzt sagen. Also es wird immer besser. Beim Merken würde ich es ja dann noch weiterhin halt mit der Kälte im Bein. Alles andere hat sich ja schon für mich jetzt reguliert. Also das, was dann danach kam. Mit der Kraft und mit der Müdigkeit. Was sind im Alltag so die größten Herausforderungen bei der Umstellung von deinem Lifestyle? Hast du da irgendwas? Gut, ich habe mich jetzt eingefügt mit allem, was ich kochen, machen und tun. War am Anfang sehr schwierig, hatte ich ja im ersten Video schon gesagt, dass es eine riesen Umstellung war. Aufwendiger, klar, aber ich versuche jetzt da, also ich bin jetzt routinierter. Also am Anfang war alles neu, alles anders und das war schon eine absolute Herausforderung. Klar, okay. Ne? Und jetzt ist es aber, wie du eben auch gesagt hast, ihr habt schon so Rituale auch mit deiner Tochter und so weiter und so fort. Ja, eins ins andere. Perfekt. Ja. Und wenn was ausgeht, wird schon nachgefragt, man besorgt sie das wieder, alles ist gut. Super. Ja. Okay, ich denke, dass alles ist gut, ist ein schöner Satz. Ja, das Video soll heute auch gar nicht mehr so lange bleiben. Vielleicht kriegen wir ja noch eins hin mit weniger als 5 dann auf der Skala. Ja, dann habe ich Hähnchen in der Hand. Wir werden es sehen, wenn das nächste Video kommt mit Hähnchen.
bisschen drüber. Dann sind wir wieder da, wo wir hin müssen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke, Simone. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mit jemandem anders und auch mit Simone.